Liebe Facebook-Freunde, ihr seid wahrscheinlich verwundert, warum ich hier bei dem Kandidatencheck der Bürgersicht nicht dabei bin. Ich kann nur sagen, wo Menschen sind, passieren auch Fehler. Das ist uns passiert. Deshalb war es nicht möglich, dass ich hier meine Statements abgeben konnte. Tut mir leid, aber ich hole das natürlich gerne heute hier und jetzt auch nach. Die erste Frage war, wo kann man sich informieren als Abgeordneter oder als Kandidat, was denn wirklich im Wahlkreis los ist. Ich glaube, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich das persönliche Gespräch oder auch ein Telefonat sehr schätze, dass mir das deutlich lieber ist wie die neuen, modernen Medien oder auch eine E-Mail oder ein Brief. Ich denke, es gibt nichts Besseres und nichts Wichtigeres, wie dass man mit den Menschen im Gespräch ist. Deshalb ist es mir immer wieder wichtig, viele Veranstaltungen zu machen, einfach auf die Leute zuzugehen, mit den Leuten zu sprechen und sich auch die Zeit zu nehmen. Und hier erfährt man viele Dinge, die man dann auch in der politischen Arbeit benötigt, auch Sichtweisen, natürlich auch ganz andere Sachverhalte, die vielleicht hier komplexer sind. Das ist notwendig, dass man sich da die Zeit nimmt, dass man sich auch die Gedanken dann darüber macht und dass man das dann in seine politische Arbeit mit einfließen lässt, dass man aber auch vor Ort mit den Ortsverbänden, mit den Kreisverbänden, mit den ganzen Organisationen, die es in einem Wahlkreis gibt, von den Vereinen über die Innungen, all diese Organisationen sind wichtig und wesentlich. Deshalb schätze ich das Gespräch mit den Bürgern und so informiere ich mich. Ja, die zweite Frage, die hier gestellt worden ist, war die Frage nach dem Gewissen bzw. nach dem Thema Fraktionszwang. Ich kann nur sagen, die letzten 4 Jahre, wo ich im Deutschen Bundestag mitarbeiten durfte, hat sich hier in wirklich keiner Situation irgendwie diese Frage gestellt. Und ich möchte auch klarstellen, ich bin ein freier Abgeordneter in einem freien Land, der für die CSU hier dieses Mandat wahrnimmt. Und genauso sehe ich es auch. Ich entscheide so, wie ich das für richtig halte. Ich bereite mich ordentlich vor. Ich mache mir meine Meinung. Wenn ich etwas nicht weiß, informiere ich mich. Und dann entscheide ich. Und ich muss auch unterstreichen, dass ich heute deshalb auch in der CSU bin, weil ich hier die meisten Gemeinsamkeiten mit meiner Person, mit meinem Gewissen, mit meinen Ansichten auch vertreten kann. Und deshalb fühle ich mich da auch sehr wohl. Die Frage jetzt lautet, ob ich einem Einsatz, einem Auslandseinsatz ohne UN-Mandat zustimmen würde. Ich denke, es ist immer schwierig, ohne ein UN-Mandat hier einen Auslandseinsatz zu realisieren. Ich möchte es aber nicht ausschließen, da es so viele Konstellationen gibt, wo es vielleicht notwendig ist. Generell ist meine Einstellung, mit Waffen schafft man keinen Frieden. Und ich denke, dass wir in der nächsten Legislaturperiode hier auch eine gesellschaftspolitische Diskussion bekommen werden, ob sich Deutschland an solchen Einsätzen beteiligt. Ich denke, es ist wichtig, dass wenn man sich für solche Einsätze entscheidet, dass unsere Soldatinnen und Soldaten ordentlich ausgerüstet sind und dass sie auch gut ausgebildet sind. Das ist wichtig, deshalb müssen wir unsere Haushalte hier ordentlich mit finanziellen Mitteln ausstatten, damit wir dem auch wieder gerecht werden.